Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu The Last of Us. Und da hinten liegt auch noch was. Aber da komme ich, glaube ich, erst rein, wenn ich mir Strom habe. Ja, wir sind hier bei der Erweiterung natürlich Left Behind. Ist ja klar. Und dementsprechend müssen wir jetzt Öl finden. Beziehungsweise Benzin. Ah, ist nur ein Dings. Ah, da sehe ich doch einen Tankdeckel. Gucken wir mal, ob hier was drin ist. Ah, schade. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich hier nicht wieder von solchen Horden Dings wird. Ich find's geil. Erste Mal, Dings. Dürfte reichen. Okay, das heißt auf jeden Fall, dass wir erstmal hier das Leben mitnehmen. Nee, was ich meinte ist, dass wir dann halt jetzt gleich erstmal den Strom anschmeißen. Hier. Und zwar genau da. Komm schon. Blub, 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 Okay. Plump, weg damit. Und dann wollen wir mal. Oh, Rock. Oh, Rock. Oh, Rock. Macht Sinn. Aber wir kommen hier durch. Heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal hier Glück, dass was Explosives. Komm, so eine Nagelbombe. Die mache ich, finde ich persönlich ein bisschen besser als so eine komische Dings. Okay, ich schätze mal, da komme ich so nicht rauf. Wir sneaken mal. Da komme ich, schätze ich mal, nicht weiter. Sieht zumindest stark danach aus. Ich schau geradeaus. Genau, schau geradeaus. Du fällst nicht in das Wasser und wirst nicht frittiert. Genau, du fällst nicht in das Wasser und wirst nicht frittiert. Und jetzt weiß ich auch, wie ich hier endlich drauf komme. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wie ich an das Zeug hier auf der Motorhaube raufkomme. Zack. Und weiter sneaken. Oh, hier komme ich gar nicht weiter. Ach, bestimmt hier. Ich muss bestimmt hier runter, weil ich gar nicht durchs Wasser kam. Verstehe. Da war ja Wasser zwischen dem Generator und diesem Weg jetzt hier. Okay. Okay. So viel dazu. Ach, das Ding brauche ich bestimmt irgendwo hier hinten. Bestimmt um da hoch zu kommen.
Na? Lass mich raten, um hier hochzukommen, brauche ich das, oder? Wobei, da komme ich ja selber nicht hoch. Oder muss ich das so springmäßig machen? Also, ich kann es ja mal versuchen. Warte mal, das ist die andere Tür, die kann ich ja auch noch aufmachen. Sehe ich gerade. Mache ich jetzt hier mal die Türchen auch auf, ne? Hier ist nämlich auch noch Stuff drin. Erstmal ein paar Fernseher nebenbei. Falls da noch jemand einen Fernseher braucht, ne? So, warte mal. Klettern wir mal hier hoch. Ja, dass das Wasser elektrisierend ist, habe ich mir schon gedacht. Ach, bestimmt hier rüber. Das kann gut sein. Oh, Ziegelstein, okay. Das kann ja natürlich gut sein, dass ich das hier irgendwie so machen muss, dass ich da rüber jumpen kann. Ja. Vielleicht kriege ich das so hin. So. Ah, nee. Das wird so nichts. Vielleicht ganz daran, dass ich tatsächlich ganz daran muss, um dass ich da rüber jumpe und dann... Nee, das wird nichts. Oder muss ich das hier reinschieben? Das. Nee, reinschieben geht schon mal gar nicht. Wäre halt wirklich am sinnvollsten, gerade den so hinzubauen. Wie gesagt, ich bin gerade. Dings. Hier. Oder kann ich nicht einfach hier hoch und dann da drauf? Ah, deswegen hat's nicht so ganz geklappt. Okay. Warte, kann ich das nicht blockieren? Mit dem. Das ist doch eher die Sache. Ich kann das doch bestimmt hier unterstellen, sodass er das einfach mal blockiert und die Scheiße einfach nicht runtergeht. Oder? Ja. Hehe. Das ist, schätze ich mal, auch so gedacht. So, ganz vorsichtig. Oh Gott. Ich sehe mich schon hier runterfallen. Sehe mich hier schon runterfallen. Leute. Gehe ich mal hier runter? Ich glaube, wenn ich jetzt hier hinten mich runterfallen lasse, sollte hoffentlich. Gut. Ja, das. Ich weiß nicht, was das ist. Das habe ich ja irgendwie öfters. Ne? Ne? Dass diese Taschenlampe anfängt einfach mal zu flackern. Ja, ich höre dich. Die Frage ist, die bewegen sich nicht, ne? Der da ganz hinten bewegt sich, aber sonst. So, du siehst mich nicht, du siehst mich.
Nein, Vorsicht. Scheiße. Oh oh. Habe ich jetzt ernsthaft in der Panik alle angelockt und gekillt? Das muss man auch mal hinkriegen. So in der Panik einfach mal sagen, hey, Scheiße, die kommen schnell. Ja komm, Rauchbombe. Wenn wir schon mal dabei sind. Ne? Genau. Okay. Dann kann ich ja mal gucken, was wir sonst noch hier Schönes haben. Oh, Molly und ein Healpack. Geil. Molly und Healpack gleich. Obwohl ich, und da ist auch nochmal Heilung. Alter. Ich hätte mich erstmal umgucken sollen, statt das Healpack zu nutzen. Scheiße. Ah, ich sehe zumindest keine Viecher und ich höre gerade auch keine Viecher. Das ist schon mal von Vorteil. Wenn man keine sieht und keine hört, das ist schon mal von Vorteil. Oh, sehr viel Material. Guck mal. Zack. Sehr, sehr viel Material. Das gefällt mir doch schon mal. Alles, was materialmäßig ist, ist super. So. Einfach schauen. Es könnte hier trotzdem ja noch Viecher sein. Das ist Glasflasche, okay. Ja, dass ich da hinten hin muss, war mir klar, aber lass mich doch erstmal hier durch suchen, falls hier noch Material ist. Da ist zum Beispiel noch Flüssigkeit. Ne. Ziegelsteine. Wie gesagt, ich will ja. Oh Gott, ich höre schon was. Komm, einmal rüber gehüpft. Ich glaube, das war eine Tierhandlung. Das kann gut eine Tierhandlung gewesen sein hier. Sieht zumindest sehr danach aus. Also, wollen wir mal gucken. Okay. Da ist der. Verdammt! Wo zum Teufel kommen die her? Ja. Na komm.
Zack. Natürlich. Zack, zack. Scheiße. Fuck it. Ich verschwende hier irgendwie zu viel die Muni. Habe ich so das Gefühl vor allen Dingen. Es könnte echt schlimm werden, wenn ich gleich wirklich so die Muni brauche. Ja. Die Tür geht's auf. Dann schließ mal. Schließ die Tür wieder. Statt dass sie die Tür wieder schließt, dass die Viecher nicht hinterherkommen, ne? Falls da noch mehr kommen. Ah nein. Okay, da ist der Heli. Gucken wir mal, was wir hier so eventuell noch finden. Atrium-Aufzeichnungsgerät. Na, Alice. Ich habe ein paar Rekorder gefunden. Vielleicht können wir das alles hier aufzeichnen. Gäbe mir einen Grund zum Reden. Wenn auch nur mit mir selbst. Du hast mich neulich ziemlich böse geschlagen. Ernsthaft? Immer noch weh. Ich wollte dich bloß füttern. Du hast mich beschuldigt, dir Essen zu klauen. Hast du eine Ahnung, wie hungrig ich bin? Ich weiß ja, dass nur das Fieber aus dir spricht, aber... Ich bin abgehauen, weißt du? Herrje, ich war schon 10 Meilen aus der Stadt, bevor ich mich umgedreht habe. Okay. Interessant. Ja, ja, ich muss zu einem Hubschrauber. Allerdings würde ich sagen, werde ich jetzt hier erstmal, da ich hier ziemlich safe stehe, erstmal die Folge beenden und wir gehen in der nächsten Folge dann in den Heli. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet euch in der nächsten Folge ein. Hier bei The Last of Us Left Behind mit mir. Eurem Livers Gisan.